steht an und zwar wollte ich jetzt nicht an dem Montag unbedingt spielen. Weil dann geht er zu 100% schief. Und wir brauchen ja schließlich ein bisschen Glück, ne, dass es nicht regnen wird. Weil in Spa ist Regnen, ist Regnen sehr unangenehm, ja, auch. Aber ist auch Regen sehr unangenehm. Nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. So, dann schauen wir mal. Wie nämlich das Wetter werden wird, das kann auch nur lustig werden eigentlich. Nein, nicht zurück zum Hauptmenü, sondern gucken wir mal kurz, können wir irgendwann Geld ausgeben? Wir brauchen jetzt echt mindestens 10 Millionen, aber noch irgendwas auch hier 7 Millionen noch. Aber den Chip brauchen wir halt nicht. Ist halt für die Ressourcenpunkterzeugung überall noch. Brauchen wir aber dann 12 oder 14 Millionen. 15 Millionen. This is too much. So, wo sind wir gerade? Wir haben einen knappen Punktevorsprung. Von ca. 20 Punkten. Also mittlerweile können wir tatsächlich, wenn wir jetzt keine Punkte machen, die WM-Führung wieder verlieren. Es ist spannend, zumindest gegen Bottas. Mick könnte heute mit 8 Punkten Tatjana überholen. Ist so aktuell echt nur spannend gegen Bottas. Aber naja. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Rennwochenende, schauen uns mal das Wetter an. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Oh nein. Warum denn? Tut das Not? Wir haben keinen Wetterbericht, aber wir sehen es hier dran schon. Oh. Puh, oh, das ist Cancer. Aber richtig Cancer. Regenrennen in Spa. Ich wusste es, ne? Ich hab's gewusst. Scheiße. Ach ja. Sekunde. Das war halt wieder mein Glück, ne?
Sofort da. Ich habe sehr große Motivation. Auf ein Regenrennen grundsätzlich immer. Ich habe es mir überall gewünscht, ne? In Frankreich meinetwegen, in Österreich, in Kanada, überall. Aber nicht in Spa. Danke, Merkel. Muss man ganz ehrlich mal sagen an der Stelle. Es ist so unbelohnt. Okay. Training 1 trocken, hier scheint es zu regnen. Training 2 dementsprechend. Dementsprechend switchen wir die Trainings. Da können wir aber eigentlich auf dem Ding fahren. Haben wir auch alles neu, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir ins erste Training. Boah, das wird richtig Känzer, ne? No joke. Naja. Fangen wir erstmal vorne an, würde ich sagen. Naja, okay, dann schauen wir uns jetzt zum ersten Mal den Wetterbericht an. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Training 2, okay, ist trocken. Ist dann doch trocken, okay. Training 3 auch. Qualifying regnet es am Ende. Und im Rennen wird es im Laufe des Rennens dann trocken. Wir werden auf jeden Fall auf Regen-Setup fahren, keine Frage. Bin relativ froh, dass es dann wenigstens fast komplett regnen wird. Was mache ich hier? Weil das ist immerhin dann eine gute Sache. Ob ich denn da Belgien? So, wir fahren jetzt zuerst die schnellen, ne? Also brauchen wir einen Satz Mediums, einen Satz Softs. Und nochmal zwei Sätze Softs, ne? Also quasi, wir müssen jetzt schon alle drei Sätze Softs. Nee, auf jeden Fall erstmal den Medium-Satz. Die Rennstrategie. Warte mal. Spitzengeschwindigkeit einer der DRS-Zonen, durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit 6,3, Spitzengeschwindigkeit beständig, geringer Treibstoff, 5 Kurven. Alles klar, 6,3 schnell kriege ich hin, der ist nur bergauf. Na dann Abfahrt. Ist natürlich wieder sehr schade, dass wir kein Training im Regen haben, so gesehen. Weil es ist halt trocken. Naja, so ist das.
Wird lustig nachher, nicht? Weil das Qualifying auch noch im Regen ist, ey. Oder später zu Regen wird. Und den Curb da eben nicht mitnehmen. Sonst geht's nämlich gewaltig in die Hose. Und das hier wird später... Blanchimont, die Kurve hier, die wird später im Regen echt ein Problem. Ach stimmt, das war die Kurve, in der die Ideallinie nicht stimmt. Ah, hier im ersten Training noch okay. Qualifying wäre das ein Verstoß gegen die Track Limits. Im Rennen natürlich auch. Aber hier Training 1, in den Trainings muss man ja erstmal in die Strecke reinkommen, da muss man sowas nicht direkt, wenn es dann kacke, seinen Rennflow so zu unterbinden, indem man dann direkt halt zurückspult quasi. Am Trockenen können wir Spa halt mittlerweile, ganz ehrlich. Am Trockenen sollte das mittlerweile kein Problem mehr sein, aber ich bleib leider nicht trocken.
Na, ein bisschen zu heftig rausbeschleunigt. Bisschen übersteuern. Regenstart gleich, ey. Ich wollte gerade eigentlich die Runde auf Vollpush gehen, da geht jetzt nicht mehr. Ich habe schon viel früher angebremst, ne? Was ist das da oben? Ist das Malmedy? Ich glaube, die heißt Malmedy, die Kurve. Bin nicht ganz sicher. Schneller. Aber okay, ich fahre ja nicht auf maximal. Ich meine, er wahrscheinlich auch nicht. Aber hey. Okay. Fahrer vor mir. Bottas is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 44.4. Our best lap so far is a 1:44.5. Ja, okay, knapp. Glaube ich nicht wirklich der Rede wert. Eigentlich liebe ich Spa, ne? Also seitdem ich die echt ordentlich fahren gelernt habe, liebe ich Spa, ohne Witz. Aber im Regen kommen wir immer noch nicht so wirklich dahinter. Ich bin jetzt schon froh, dass wir ja komplett auf Regen-Setup fahren werden. Aber trotzdem im Regen dann durch Rouge und über Rallye drüber. Understood, stopping this lap. Da können wir nur hoffen, dann werde ich da ja auch nochmal checken, ob das Regensetup so stimmt. Nick ist noch nicht unterwegs gewesen, ne? Die Boxen einfach hier, by the way, unmöglich. Ist viel zu eng. Ach, Spa. Am Trocknen bisher ganz schön, ne? Muss ich ja sagen. Naja, ich sag mal so, die Saison ist noch relativ lang, ne? Der Reifenverschleiß ist ein gutes Stück besser, guck mal. Mhm. Die Rundenzeiten waren immer ziemlich gleich. Das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass es nicht noch schneller geht. Aber ich sag mal so, auf Softs wird es noch schneller gehen. 5 Kurven aneinander, also die Streckenautomatisierung. Ja, den Rest haben wir.
Dann gehen wir jetzt erstmal aufs Qualifying Tempo. If you want to know specific information or make certain changes to the car during gehen mal auf die Vollpush-Runde jetzt erstmal. Press and hold the radio button to activate the system and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, so ich sag mal so, auch hier haben wir im Regen nur zwei Joker. Zweimal abfliegen, ne? Danach Pech. Und das nur da. Weil hier ist okay, hier müsste im Regen auch okay gehen. Wenn du hier hinten nur weit gehst, dann ist das trotzdem cool, weil hier ist halt basically nur sehr ausgepflastert. Hier kommt schon die nächste Kurve, wo es schnell mal gegen Wand geht. Hier kann man jetzt halt auf den Curb kommen. Ich meine, nach außen hast du halt wieder weiter Auslaufzone, das ist nicht das Drama. Dann jetzt die schnellen Kurvenkombinationen. Hier kann man immer Abtrieb verlieren und sich wegdrehen. Oder halt in der Wand landen. Hier zu weit raus aufs Gras und hier sowieso irgendwie sich wegdrehen oder hier links in die Wand. Ja, nicht das erste Mal, wenn ich daran verrecke. Und natürlich ein kritischer Punkt im Regen ist hier oben Blanchimont, genau die Kurve. Die kannst du einfach nicht ordentlich fahren im Regen. Hinter mir kommt was, ich gebe mal Gas. Okay, also für Vollpush ist es immer noch zu schnell. Da muss ich mal gucken, was ich dann wegnehme. Ich vermute mal, ich werde dann mal von Fett auf Standard schalten und mal gucken dann so. Ich meine, später mit Hotlap fahre ich da eh nicht mehr durch. Ich meine, im Qualifying werde ich es dann höchstens müssen. Aber im Qualifying sind wir eh alle viel langsamer. Na, scheiße. An sich hatte ich immer das ERS dann ausgeschaltet oder nur auf Mittel geschaltet. Wenn wir durch Rouge und Radillon fahren. Zu viel beschleunigt. Dadurch habe ich die Linie hier komplett falsch. Ach scheiße. Na komm. Ja, die Zeit kriege ich leider nicht mehr gerettet, glaube ich. Das war jetzt nicht die beste Zeit, die man hätte fahren können. Immer unter die 1,43 hätten wir auf jeden Fall kommen können. Aber okay, wir müssen es machen. Ja, nee, ein Vollpush durch den Rouge geht immer noch nicht. Da mache ich lieber auf der Geraden nach unten das ERS dann aus. Oder auf Mittel. There's only one lap of fuel remaining. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Jetzt geht das schon wieder los.
Ah, Mick ist auch mal unterwegs. Cool. Muss halt wirklich fast anhalten. Vielleicht fahre ich nächstes Mal einfach off-track. Vielleicht fährt die KI dann weiter. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Genau deswegen hast du diese Boxeneinfahrt. Weil du halt so schnell dann zurückgesetzt wirst und das kostet so viel Zeit. Ah, okay, da haben wir noch Glück gehabt, dass wir das Programm noch geschafft haben. Da ist Mick gerade uns vorbeigefahren, oder? Glaub schon. So, und noch irgendwas. Das Reifenmanagement wollten wir hier noch. Ah, nee, das ERS-Management stimmt. Das musste hier noch mit rein. Frage ist, mache ich das auf demselben Satz Softs? Das ist das Einfachste, ne? Ich überlege gerade, ob ich das auf demselben Satz machen soll. Nee. Wir sollten nicht einen Reifenverschleiß hier machen. Auf dem Satz, das was halt eventuell nicht funktionieren wird. All set. Everyone clear? Car to track. Oh, wir haben AF nicht als Sponsor drauf, weil wir den noch, oh Gott, verlängern müssten. Ich glaube, jetzt kriege ich den aber nicht mehr drauf. Na gut, dann beim nächsten Mal. Man kann dieses Türkis oder das Grün von uns nicht auseinanderhalten, finde ich, ne? Oder kaum. Unser Grün mit dem Türkis halt von Mercedes. Ja, vielleicht sieht es im Stream nochmal ganz anders aus, kann natürlich sein. Ich will nicht, glaube ich, Spa schon mal gewonnen, aber wo müsste eigentlich sein? Ja, wir hatten ja schon trocken Rennen in Spa. Zumindest sicher, dass ich in den letzten 3 Jahren hier nichts gebacken bekommen habe, weil es halt immer geregnet hat. Zumindest bei einem Mal safe. Ja, okay. Das war nicht die feine Englische. Achso, stimmt ja. Hoppala, falsches Programm.
Okay, der Mercedes war sogar anscheinend auf einer schnellen Runde und ich konnte relativ gut mithalten. Also statt dem Trocknen könnte das funktionieren. Okay, test complete and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. War sogar eine neue schnellste. Aber in der vorhin hatte ich ja einen ziemlich großen Fehler drin gehabt. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. So, Gasly mit einer sehr guten Zeit. Trennt die beiden Mercedes. There's three laps of fuel remaining. Oh, hoppla. Bis jetzt bin ich aller guten Dinge. Nein, bis jetzt ist es auch nur trocken. So, dann sind wir mit Training 1 auch durch, zumindest mit dem schnellen Training, sagen wir mal so. Es sollte nachher nicht regnen, ne? Naja, okay, dann kann ich alles auch entspannt nachher machen. Ist ja immer nur so eine Vermutung, weil man ja den genauen Wetterbericht noch nicht bekommt. So. Wie jetzt? Warte mal. Schneller Sektor 3? Oh. Oh. Let's go. Ich glaube, ich weiß, was da vorhin nicht funktioniert hat. Klar, ich hatte in Sektor 3 den Fehler unten. Na gut, dann machen wir das gerade nochmal. Status Teamkollege. They're in eighth. Their best lap time is a 1 minute 45.4. Okay, ich müsste jetzt in dem Programm tatsächlich so eine Sekunde schneller gefahren sein. Aber er macht ja auch noch. Mick macht ja auch noch ein ganz anderes Programm gerade. Er wird wahrscheinlich auch nur auf harten gefahren sein oder so.
ein bisschen zu eingelenkt und zu viel übersteuern am Ende. Aber okay, die Runde ist ja fein, es muss ja nur Sektor 3 tatsächlich sein, der gut wird. Ja, das war jetzt wieder fett und Hotlap. Wenn ich es halt schaffe, auf der Lealien zu bleiben, ist cool. Ja, das ist schon mal besser. Program complete. Okay, aber erreicht. Job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Qualifying hat das natürlich nicht gezählt, weil ich am Ende gerade nach der Bus Stop zu weit raus bin. Aber hier ist das voll okay. Right, come in at the end of this lap. War auch, glaube ich, nochmal eine Verbesserung, ne? The fastest lap is a 1:43.4. Fahrer hinter mir. Bottas is behind you. Their best lap time is a 1:44.0. Okay. Das Ding, eigentlich alles, was du jetzt an Daten sammeln, bringt uns einen Scheiß im Endeffekt. Also höchstens bringt uns das was am Ende vom Rennen, wo es dann heißt, okay, stoppen nochmal. Ob wir dann auf Soft gehen oder auf Mediums. Aber dazu müsste ich halt den genauen Wetterbericht sehen und den habe ich nun mal nicht aktuell. Weil nicht. Das Spiel hat mir nicht geschickt. Okay, we can take you this lap. Also ich glaube, lieber weit reinfahren als schmal. Naja. Soll ich mal kurz was ausprobieren?
Naja. Wie man es erwarten könnte, funktioniert irgendwann wieder nebenbei nicht. So. Okay, ich guck mal kurz auf die Reifen. Den lassen wir hier, den lassen wir hier. Den nehmen wir mit. Ja, 15. Ja, genau. Den Soften nehmen wir mit. Sehr gut. Mal kurz gucken. 10 Runden. Im vollen Nutzdauer. Okay. Ich sehe leider nicht mehr vom Wetter, ne? Bei 20 Minuten ist es noch stark liegen, danach muss es fast schlagartig aufhören. Das verwirrt mich halt ein bisschen. Wo ist Mick? Da. Was fährt Mick eigentlich für eine Startnummer? Ein 59. Locker. Kannst du besser. Da fährt er doch auf den harten Reifen, ne? So, wir haben jetzt soweit alles, glaube ich. Zumindest das, was wir jetzt machen, dementsprechend gehen wir Training 2. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Ein Wagen des neuen Teams, Bottas und Pierre Gasly. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Mick auf 9. Not bad, not bad. Gerade ganz kurz. Ich habe keine Lust hier nebenbei so viel rumzufummeln, aber es geht gerade nicht anders. Naja, was weiß ich. Keine Ahnung. Funktioniert einfach wieder die Hälfte nicht. Müsste ich mich bitte weiter eigentlich einfach mal mit abgeben. Mahlzeit. Naja, gut, ist mir egal. Geht halt nicht. Mal wieder. Ich werde auch keinen Wetterbericht zugeschickt bekommen. Nein, wird nicht passieren. Weil warum sollte man den noch im Nachhinein bekommen? So, wie sieht denn Wetter hier aus? Bleibt auf jeden Fall erstmal bewölkt. Das stört uns aber gar nicht. Aber 21 Grad Lufttemperatur, obwohl es regnet. 5 Kurven aneinander.
The car setting screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the LFD button. Heute im Rennen und im Qualifying ist kann alles passieren, weil ich muss das Qualifying quasi als Training, als Regentraining benutzen. Weil ich habe halt davor kein Training auf Regen, so, und ich brauche Training auf Regen. Zumindest um zu wissen, wie ich durch Urush mit diesem Auto durchfahren kann. Ah ne, Quatsch, war ich hier. Falsches Programm. Oh, das war knapp. Okay. Warum auch immer. Ah, kalte Reifen, kalte Strecke wahrscheinlich. Was ist denn jetzt auf einmal wieder los? Jetzt sind wir wieder komplett AFK, ja? Ja, anscheinend. Ja, Mädels, sind einfach die Reifen. Den habe ich dieses Mal nicht richtig erwischt, gebe ich zu. Ich darf da halt erst nach dem Ding jetzt anfangen zu bremsen, nach dem Checkpoint. Oder Messpunkt, sagen wir mal so.
weil das hier eigentlich einfach unnötig ist. Das erhöht nur die Chance, dass ich die Kurve nicht packe. Und das wollen wir ja nicht, ne? Geht doch, ey. Okay, ich hätte tatsächlich wetten können, das wäre zu langsam gewesen. Nein! Naja, ist nicht schlimm. Solange ich mir jetzt kein Rot mehr einfange. Okay, test complete and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out there. Auf jeden Fall. Oh, hinter Science. Na gut, der fährt auch soft, ne? Also, da kann ich halt nicht mit reifen. Also ich denke mal, einen Hardstop werden wir im Rennen nicht brauchen. Dafür regnet es zu lange. Ich vermute aber auch mal, dass es nicht ausreicht für Mediums, obwohl wir fahren nur 17 Runden oder so, ne? Weil die Strecke halt sehr, sehr groß ist. Ich vermute mal, entweder werden wir halt auf ins Soft gehen, das schätze ich jetzt mal eher mehr. Oder halt auf dem Medium. Ich denke mal, beide Varianten werden funktionieren. Der Medium ist dann halt die sichere Variante. We have two laps of fuel remaining. Understood, stopping this lap. Optionale Missionszimmer haben wir auch erreicht, ne? Jetzt gerade. Müssen wir eigentlich. Haben wir den geringer Treibstoff schon erreicht? Ich glaube schon, ne? Wir hatten nämlich alles, meine ich. Alles außer 5 Kurven aneinander rein. Weil das ging halt erst in diesem Programm. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. So eine Kackboxeneinfahrt. Aber viel mehr als F1 wird es heute, by the way, nicht geben, weil ich noch ein bisschen Wetter ausnutzen möchte. Ab Montag, denke ich, starten wir dann wieder richtig rein. Jetzt haben wir die beiden Sachen. Ja, und den Rest haben wir auch. Irgendwie haben wir wieder geringer Treibstoff abgeschlossen. Hm. Ah.
So, wie sieht's aus mit unseren Softsätzen? Wir haben noch beide. Einen noch frisch und den einen mit 13% Abnutzung. Ist 1/14 langsamer. Auf dem werde ich dann, denke ich mal, das Reifenmanagement machen. Mega Sektor 1 tatsächlich. Ja, weil ich es einmal halbwegs gut auf Full Push durchgeschafft habe, ne? Aber Quell ist nicht weit davon entfernt. Wie kann das eigentlich sein, dass Daniel Quell der Erste ist, die schnellste Zeit hat, aber keinen schnellsten Sektor? Sieht man auch selten, ehrlich gesagt. Also klar, ist natürlich machbar. Aber wie gesagt, sieht man relativ selten. So, aufs Benzinmanagement. Softs mit den frischen, bitte. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Dann hoffe ich nur, dass ich jetzt gleich im Rennen auch dann einen Softsatz habe, den ich halt dementsprechend im Qualifying nicht fahre. Oder wohl fahre, aber weil Anfang vom Qualifying, glaube ich, ist er noch trocken. Aber ja, kein Tag, der komplett regnen wird. So, das ist jetzt Benzinmanagement hatte ich jetzt, ne? Okay, einfach den Gigalift, den Coast hinten raushängen lassen. Ich glaube, sobald ich die Bremszone sehe, können wir eigentlich schon vom Gas gehen. Dann rolle ich hier nur durch, glaube ich. Hier nur vom Gas. Ja, wir müssen so mal gucken, wie das Programm denn läuft. Hier dann ganz kurz vom Gas und das macht man hier halt so durch. Würde ich nur danach schon hier sehr schnell vom Gas. Und Blanchimor oben kann ich dann auch einfach vom Gas runter. Und dann klappt es schon. Zwei Zehntel habe ich minus gemacht. Hier pushen wir jetzt nochmal hoch. Die können wir eh nicht viel mehr machen. Und dann gibt es nachher vom Busstop nochmal kurz einmal Lift und Coast und weiter geht's. Ja,
Das war doch wie aus dem Schnischen. Ich weiß nicht, wie das so funktioniert, aber es funktioniert so. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Ah, die Runde wird jetzt nicht perfekt. War jetzt keine Full-Push-Runde. Aber die können wir ja theoretisch jetzt gleich noch fahren. Wenn das Wetter nur so bleiben würde, ne, bin ich ganz ehrlich. Dann wäre die Welt ein besserer Ort. Aber naja, so ist das, ne? Ist sehr schade, dass ich mir überall Regen erwünscht habe und ihn nur hier bekomme, wo ich dann keinen Regen haben möchte. There's four laps of fuel remaining. Aber hey, das ist halt mein Glück, ne? Ist halt so. Ich hoffe jetzt nur, dass das Reifenmanagement jetzt auch ohne Probleme über den Tisch geht. Laut Rennstrategie sollte es. Ich glaube, so viel besser waren wir noch nie in dem Programm. Also in den errechneten Daten. Was den Reifenverschleiß angeht. Hitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Wir haben ein bisschen Gas, bevor der Ferrari wieder hinten in die Quere kommt. Ansonsten bin ich mit dem bis jetzigen Tag echt zufrieden. Ich meine, läuft, könnte man sagen, ne? Ja, gerade viel Lift and Coast. Ich habe fast die halbe gerade oben habe ich Lift and Coast gemacht. Na klar, da wo ich dann anbremse, geht es dann wieder ein bisschen runter. Naja, so, reines letzte Programm heute Abend. So, beide haben 9%. Dann zeig mal, welcher der bessere ist. Es ist der erste, müsste das sein. Es ist Jacke wie Hose. Ich fahre einfach ein jetzt und dann ist gut. Abfahrt. Standing by. Haben wir auch das letzte Programm für heute dann abgeschlossen, hoffentlich direkt. Und dann gucken wir mal. Weg ist sogar auf Mediums hinter mir, guck mal. Gut, planmäßig komme ich jetzt vor ihnen, da ich jetzt halt komplett schnell fahre in dem Training. Eine erste komplett schnelle Runde dann. Ist so langsam da vorne? Ja, dann hat er mich eigentlich schon vorgelassen.
noch ein bisschen Abstand auf den Renault. Wie man gerade gesehen hat, bin ich ein gutes Stück schneller als der. Hoppala. So, dann probieren wir mal aus. Im Reifenmanagement weiß ich noch nicht so wirklich, was ich da, wie ich es da besser machen kann. Auf jeden Fall nicht mit so einem Rutscher wie gerade. Dann wir fahren einfach die schnelle Runde und gucken, was dabei rumkommt. Wenn es ja auf grün ist, reicht's ja. Okay, mit dem hier bin ich schon mal zufrieden. Frage ist halt, wie wird das sein in den langsamen Kurven. Sehr langsam durch, weil ich mir dachte, dass das vielleicht so eine Kurve sein könnte, die hart Reifen fordert. Und da wir eh gerade Zeit zu viel haben, können wir an sich die Kurve ein bisschen entspannter nehmen, nicht so hart pushen. Weil wir kennen das Reifenmanagement. Blitzekleiner Fehler und der Balken sinkt ganz schnell wieder nach links. Aber das sieht alles gut aus, wenn ich es jetzt nicht in Bus-Stop gleich verkacke. Ah, da nochmal ein bisschen. Genau das meine ich, ne? Die anderen müssen jetzt ganz gespannt durch Bus-Stop durchzuleiten. Also kommt zusätzlich auf die Uhr und das haben wir. Okay, test complete, and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. War jetzt natürlich auch wieder keine Full-Push-Runde. Weil ich halt so viel Zeit zu viel hatte. Aber okay, das war's dann mit dem Training. Gleich beginnt der Ernst des Lebens, und zwar der Regen. Ich sag mal so, Qualifying aus dem letzten Jahr brauchen wir uns nicht angucken. Es regnet halt im Rennen, wir werden ziemlich sicher auf Regenreifen starten. There's four laps of fuel remaining. Und ich frage mich halt, was für ein Softreifen wir den jetzt gleich mit ins Rennen nehmen werden. Eigentlich hat der dritte Qualifying-Reifen auch, aber was ist, wenn der nicht angebraucht ist? Ich bin noch nicht so ganz in dem Reifending drin. Frage ist halt, was werden wir jetzt gleich den Softreifen mitnehmen. Er wird gebraucht sein, so war er bis jetzt immer. Right, come in at the end of this lap. Aber es hat dann einer aus dem Training, es hat dann einer aus dem Qualifying, ist es der letztgefahrene aus dem Qualifying? Ich weiß es nicht. Man könnte ja meinen, es wäre, weil es halt Qualifying, haben wir ja die Reifen, dann steht beim letzten Jahr fürs Rennen vorbehalten. Also dass wir den im Rennen fahren werden. Dass der so gesehen noch mitkommt. Aber halt, wenn ich den dann nicht fahre im Qualifying, dann ist er halt trotzdem gebraucht, den Reifen, den wir dann im Rennen haben. Ich, wie gesagt, verstehe, was das angeht, aktuell nur noch nur Bahnhof. Ansonsten weiß ich ja noch nicht ganz so weiter. Aber das
das ist doch schön. Alles lila, ey. Das hätten wir uns vor ein paar Jahren noch nicht denken können in Belgien. Einmal maximale Punkteausbeute. So, wenn das jetzt 13... Oh, warte mal, welche Reifen gehen weg? Die zwei meistgebrauchten, ne? Oh, ne, dann die beiden. Dann dürfte ich fürs... Also wenn wir nach Training gehen, müsste es dann einer von denen hier werden. Ne, Quatsch, wir haben keinen Reifen mehr. Okay, theoretisch sind jetzt alle Trainings Softs sind jetzt weg. Also jetzt muss es ein Qualifying Soft sein. Wenn ich dann nachher noch einen bekomme. Dann muss es halt ein Qualifying Soft sein, weil die anderen sind halt zurückgegeben, ne? Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Sainz, Quert und Lando Norris. Okay. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Halt das freie Training ist vorbei, ja, aber wir werden auch nicht in Kürze mehr drauf. Formel 1 Action für Sie zurück sein. Okay, Mick, wieder mittelmäßige Leistung. Sehr gut auf jeden Fall. Sollte auf jeden Fall auf Punkte hin. Oh, ich habe die Teile gar nicht gewechselt, fällt mir gerade auf, ne? Zwischen den Trainings. Das war nicht gut. Aber okay, wir können ja jetzt sowieso bei dem wir vier Teile haben, können wir jetzt sowieso aufs dritte gehen. Also jetzt noch nicht, weil jetzt ist erstmal Training. Hier, fahr die Karre zu Schrott. Lieber Trainings 3 Testfahrer. Ich hab jetzt schon Nackenschmerzen, ne? No joke. Boah, das ist so anstrengend. Oh, ich brauche vorher dringend was zu trinken. Ah. So, wir haben 2000 Punkte, haben wir natürlich jetzt gute Ausbeute gemacht. Wir werden sich dafür machen halt jetzt nur noch große Sachen. Obwohl ich eigentlich gar nichts mehr am liebsten machen wollen würde. Hier können wir nichts mehr machen aktuell. Ja, da brauche ich 2300, aber da können wir dann andere nach dem Rennen vielleicht machen. Machen wir erstmal hier das Infield. Das hier können wir dann vielleicht nach dem Rennen machen, wenn es im Rennen jetzt ein paar Punkte geben wird. So, hier das dritte, hier das dritte, hier das dritte. Hier das zweite immer noch. Hier das dritte, den dritten Turbolader können wir auch fahren. Und hier den zweiten. Hier super, lang dauert es eigentlich auch nicht. Dann können wir hier auch den habe ich schon gefahren, den dritten Energiespeicher. Ich habe auch schon die dritte Steuer jetzt rund gefahren. Wann das denn? Das war aber doch dann nicht ganz so richtig, oder? Nee, kann eigentlich noch nicht so richtig sein. Die müssen eigentlich noch ein bisschen halten. Irgendwie habe ich da geintet. Naja. Ich würde sagen, wir gehen ins Qualifying, schauen uns das Wetter im Qualifying mal an. Am Anfang ist es sonnig. Es wird in Richtung Starkregen gehen. Schauen wir mal rein. Wir werden auf jeden Fall auf Regensetup fahren. Das steht außer Frage. Na, da siehst du noch nichts von Regen.
ganz kurz das Wetter für Q1. 15 Minuten wird es dann regnen. Okay, Q1 wird im Trockenen noch stattfinden. Alles klar. Kurz Pause, ich gehe mir kurz was zu trinken holen und gehe nochmal auf Toilette. Danach hauen wir rein, würde ich sagen. Ich mache aber gerade noch.